Dat sade e he an met en plon. Hei plon dat, dat een paar lied vure taub schaufe. Dat de vure an einigkeit zijn en zich amsach leuwe. Hei seet, zij zullen zich am dem gode temre en zij deide. Zij deide taub zich am dem gode temre. Zij deide zich nicht amsach harsche oder zich amsach fair zei. Oder einer wird nicht hech als de andere. Zij deide taub am gode schaufe. En dat is wat Gott zijn plon wird. Som prøves fra min ahmo, hva sa jeg matene fru Unjadon sene? En jeg sa, hva jeg de fra her, dan vet jeg all fort, de fru in de mån, de har nicht en verständnis van hva Gott sin plån is med de ehe. Vens, hva du ikke sånne fra kjemp, hva sa jeg mat jeg? Dort is, dan is du all øres vi vårt verdreht. Wenn's wie soll ein Team sein, ihr soll ein Partner sein, ihr soll ein Amtsreich nicht so viel dort einer Matten der andere der bloß harsche. Ihr soll ein Partner sein, wo der Taub schaufe, wo der Taub Dinge berede, wo der Taub verweich plone, die rane Taub in Heim, die trage ihre Dinge Taub ab, die ha ein Business, wo die vielleicht Taub rane, oder eine Ministry, aber nicht einer harscht über der andere, nicht ein Boss in ein Arbeiter, nicht ein Meister in ein Sklave. Die sind Taub, die sind Partner. Ich glaube, viel früher können nicht verstehen, wo sie sollen Unjadon sein oder wo sie sollen gute Frühe sein, zu Männern, die vielleicht nicht göttliche Lebens leben. Aber ich glaube, es sind auch viele Männer, die dann nicht weiter, wo sie lernen sollen. Wenn wir haben das gut gelernt, viele von uns haben gut gelernt, wo wir eine Ehe schaffen sollen. Ich habe eine Erfahrung von erst einmal, als wir befreit wären, dann weiß ich dort, uns dort noch mal so irgendwie bereden, uns taub, dass wir wollen auf eine Reise fahren. Und dann, wenn ich erst durch die Beach heim, dann sagt mein Mann dort schwierig vielleicht, oder so vielleicht wird viel kosten, oder so was. Und dann stellt er an. Und mir wird das schuld, wir haben uns dort taub bereit, aber ich leid dort krank so. Dort ist der Unjadon sein, nicht? Ich dachte an, dort wird. Aber meine Schwester sagt mal zu mir, sie sagt, so würde die Erde nicht sein. Sie sieht, wenn sie und ihr Mann sich bereit haben, auf eine Reise zu fahren, dass sie wählen, wo taub mit der Familie taub hinfahren und dort dich beitämmt und heute fällt sich nur anstellen. Sie sagt, no, dann steht sie ab und sagt, nee, wir haben uns taub bereit, wir wählen diese Reise machen mit der Familie und wir wählen taub fahren. Hört sich dort nicht auch nur Unjadon sein? Hört sich dort nicht nur Motor sprechen? Aber viele von uns glauben bloß, wie man dann still sein und wachbacken und dort tachlöten. Und dadurch, dass viele Ehes nicht Gott sein Feld ja Plun ausleben, wenn es die Früde ist bloß still und backt wach, wann sie sich taub wird bereit haben. So, wer wird nun reich? Erst dort so reich, als wird ich erst einmal dort, oder erst dort reich, wird meine Schwester dort? Sie Unjadon sein oder nicht Unjadon sein. Die Schrift lehrt uns in Morgen früh, sollen sich amtsreich Unjadon sein. Sie sollen sich taub bereden, Dinge in an dort durchführen. Und wenn dort viel zu ändern, dann können sie sich dort bereden. Jo, wenn der Mond sich fällt nur anstellen oder der Früh, dort sage ich nicht, dort die bloß verweich Mathe alles tun, was die Eier bereit haben. Aber das ist nicht reich, wenn sie sich taub wird bereit haben. Und ein von ihr sagt bloß, no, wir wollen das doch nicht tun. No, dann macht die und dort taub bereden. Und wenn die und taub einig waren, dort ja, die Umstände sind nicht anders und dort schafft nicht, so wie ich dachte, dann tun wir dort nicht. Aber wir tun nicht, bloß einer ist der Wirt in der Haar und der andere, der macht Horche und stellt seine in Hänger angehen. Eine Frau vertellt mir sogar, dass sie so jern wollte haben, dass ihr Mann so reich. Sie wollte so jern, dass ihr Mann mal mit Gott Hänger angehen. Und sie hat auch gelernt, dass sie so stellt seine in mit ihr stellt, probiert zu werden. Sie sieht so gut, sie denkt manchmal Dinge, was sie so fällt, was der Sinn wäre, was arach wäre. Wenn sie glaubt, dann wird sie ihr Mann gewähnen können. Wenn sie ihr Mann will, soll sie tun. So taub deutet sie Dinge, was sie so fällt, was der arach wäre. Und welche Zeichen dort auf Herstall? Der Mann dreht sich nicht trägt noch Gott. Solange es nicht früh am arach das Nein geht, wenn sie glaubt, sie ist dort, als sie Unge tun, und sie ist dort, was sie ihr Mann gewähnen. Dort ist nicht, was Gott von redet, von der Ehe. Dort ist nicht, was sie in Plan ist. Sie das ist eine sehr empfindliche Sache, das ist ein empfindlicher Thema, wenn viele von uns verstehen nicht, was Gott sein Plan ist für ein paar Lieder. Ich habe gefehlt, ob das steht. Und über viele Mal, wenn ich von rede, wo ich gefehlt habe, wo ich so viel dort gefehlt habe, mich fühlt sich so viele Menschen, die mich nicht verstehen.
wenn some von de Dinge, wot wie os Dietsche verstohne, dort ditz fan seine, Unjadon seine, leuftolig seine, some von dort bringt uns nun verdorwe. Dort de Ehe in einfällt in Brachtebieter, wenn's wie bloß stell sind in Gläuwe, dort wie matte hänger angone, wann dort auch nicht gärtlich as de Entscheidungen, wot er gemacht wurde. So, wenn du os früh, wenn du so eine Bass, wo du unge dort lebst, ich rede nicht hier und früher, wo du unge dort lebe, wo der Mond und Dinge so sagt, als hier ist mein Wirt am Haus. Wenn du mal wirst klicken sein, dann würden wir auch eine gute Ehe haben. Oder der sagt vielleicht, sie hat vielleicht Dinge, wo sie sich wünscht, dass sie können ein Ding einfach tun und sie redet davon, aber sie sagt, nope, das wollen wir dort tun und dort wollen wir verweich gehen. Wenn du so eine früh Bass, wo du unge dort lebst, dann denk du an. Gott sein Weich ist nicht bloß still seine in der Stunde. Gott sein Weich ist sein Plan, ist, dass die Seele taub und Einigkeit schaffe aus morgen früh. Kann eine Früh Gott gehorchen, wenn sie ihr Mann nicht gehorcht? Wenn sie will reich leben, sie will christlich leben, und ihr Mann tät nicht, kann sie Gott horchen und danach eine Früh seine zu ihr Mann? Jef dort even sind? Sie, ich würde ihr mal Jahre trägen, ihr mal vielleicht Jedeue haben hat, oder Jankas haben hat, oder Plons, oder Dinge, wo ich so gut so fällt, dass das wird Gott sein Wählen von uns verweicht. Aber wenn ich mit meinem Mann rede davon, und mich fällt sich so am interessiert nicht, dann würde ich dort bloß tachlöten. Dann würde ich mich zu Utrecht geben, nope, ich will Unjadon sein, ich will meinen Mann horchen, dann würde ich nicht mal die Dinge tun, wo ich glaubt, dort über das Reichte wird zu tun. Ist dort reich? Es dort, wo Gott sein Plan für uns ist. In 1. Korinther 11, Vers 3, da sind Vers, wo mir in Stütze trägt, viel klarer wird, was er meint. Dort sagt, aber ich möchte dort die verstehen, dort Christus der Kopf, dort Haupt ist vom Mond, der Mond ist der Kopf von der Früh, und Gott ist der Kopf von Christus. So stell dir mal vor, wenn Gott der Kopf ist von Christus, Christus ist der Kopf von der Mond, der Mond ist der Kopf von der Früh, Rache sagt, dann ist Christus in Gott auch der Kopf von der Früh, wenn Christus in Gott der Kopf von dem Mond ist, nicht so? So, was passiert dann, wenn der Mond auf einmal sich weich wird von nicht mehr Christus aus seinem Kopf? Soll die Früh sich dann auch weich nehmen von unger Christus aus dem Kopf? Wenn Gott in Christus der Kopf sind von dem Mond und dann der Früh, wenn der Mond sich weich bringt, dort hat nicht mehr unser Christus ist. Soll der Früh sich dann auch weich bringen und durch unser seine Leiber aus bliebe beim unser Gott in Christus sein? In 1. Korinther 7, Vers 12 und 13, dort möchte mir noch mehr klarer, was das kann meinen. Dort sage ich dir, zu der Ewe, ihr sei ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine Früh hat, der nicht geläuft und sei überwältigt ist, mit einem Taub zu leben, soll er auch nicht weichschicken. Und wenn eine Früh einen Mond hat, der nicht geläuft und er überwältigt ist, mit einem Taub zu leben, soll sei ihren Mond nicht weichschicken. So, das möchte mir dann denken. Dort sage ich dir, wenn der Mond sich dort gefallen lässt, der Früh auch, aber ich rede hier nicht groß von dieser Lehn hier, wenn der Mond sich dort gefallen lässt, dort der Früh, bei der Früh zu sein, wenn er auch nicht gläubig ist. So, Gott, Christus, der Mond, der Früh, wenn der Mond sich über Wache tun hat von unser Christus in Gott sein. Wenn das Mond sich gefallen hat, dass der Früh durch unser Christus in Gott bleibt, dann ist dort Gott sein Wille, dass sie taub bleiben. Aber wenn der Mond dort dann Wache nimmt und er fängt an, die Früh zu verschlungen oder die Duhl zu rannen und er dumm zu sein, wenn sie Christus horchen will, oder der zu gut Geld weichholen von ihr, wo er taub ist. Wenn sie befriedet sind, alles Geld ist ihnen taub. Dort nicht dass der Mond sieht und dort der Früh sieht. Wenn der Mond wahrlich ist, dass der Früh Christus in Gott horchert, dann sollen sie taub bleiben. Aber früh, Gott, dort ist nicht Gott sein Plan. Dort du unser Weidau, unser Dolde rannet, dort du machst den Mond läuft. Unjadon sein aus Christus in Gott. Lehr dich, dass du dich ab Gott verlässt und dann kannst du ein scheines Leben haben. Zum Meier lehren, geh auf die Website gladysrempel.com
oder na YouTube in segno mi nom Gladys Rempel. Wenn du ne Frau hast oder du mi wirst gleich hinter kontakten, dann kannst du mir eine Textmessage oder eine WhatsApp-Message schicken auf 205-895-5883. Oder du kannst mir eine E-Mail schicken, nur grempelp@gmail.com.